Eine Vielzahl bundesweit bekannter Freizeitattraktionen ist in der Region rund um die Gemeinde Bispingen zu finden. Zusammengeschlossen zum Touristik Bispingen e.V. freut man sich hier über jährlich weit mehr als 1 Million Übernachtungen. Beim Verein können Gäste erfahren, wie ein Aktivurlaub erlebt, Wellnessurlaub sich anfühlen und Unterhaltung für die ganze Familie aussehen kann. Als Businesspartner Bispingen werden hier Events von Tagungen bis hin zu Feierlichkeiten für mehr als 3000 Personen inklusive Übernachtung organisiert und verwirklicht. Natürlich ein großer Erfolg für die Bispingen und auch natürlich für die Region. Ich denke, ein Dorf, was letztendlich 6000 Seelen hat, kann schon stolz drauf sein, wenn diese Zahl erreicht wird. Und das haben wir jetzt im zweiten Jahr geschafft. Wichtig ist allerdings, dass wir natürlich viele Tagungshotels hier auch haben und auch mit dem Center Park, dem Snowdome Sölden und dem Ralf Schumacher Card & Bowl Center sehr interessante, nicht nur Tagungs-, sondern auch Eventkapazitäten hier haben. Also typisch sind es tatsächlich die Anfänger, die noch nie auf den Brettern oder auf dem Snowboard gestanden haben. Von hier oben aus Norddeutschland nimmt man natürlich auch ein bisschen Kilometer auf sich, um bis in die Alpen zu kommen. Und mittlerweile mit der Klimaerwärmung ist es ja auch alles nicht mehr so schneesicher, zum Beispiel der Harz. Und in solchen Fällen ist natürlich eine Schneehalle, wie wir sie haben, eine Skihalle, wie wir sie haben, eine tolle Alternative. Und zum Einstieg spart es natürlich erstmal die ganzen Spritkosten, die es bedarf, um in den Süden zu kommen. Und zum anderen hat man einfach mal die Möglichkeit, innerhalb von 1 bis 2 Tagen kurz mal reinzuschnuppern, wie es wäre mit dem Ski oder mit dem Snowboard. Genau, das ist sogar einer unserer Schwerpunktbereiche, da wir die Kombination aus Tagung und Incentives sehr gut kombinieren können. Das ist zum einen wirklich für jeden was dabei. Man muss nicht unbedingt sportlich sein. Es kann zum Beispiel auch eine Schneeolympiade sein, wo letztlich der Teamgeist gesteigert wird. Auf der anderen Seite kann man sagen, man möchte als Weihnachtsfeier, was momentan ja sehr aktiv genutzt wird, zum Beispiel mit der ganzen Firma einmal rodeln gehen oder auch einen Firmenskikurs nutzen. Die Möglichkeiten sind da einfach sehr, sehr schön. Wirklich den gastronomischen Bereich, die Übernachtung und eben das Vergnügen auf dem Schnee gemeinsam mit der Firma zu nutzen. Ja, wir betreiben seit 11 Jahren diesen Businessbereich im Center Parks Bispinger Heide, haben uns dort professionell aufgestellt und im Jahr begrüßen wir rund 100 Firmen für mehrtägige Veranstaltungen, bis hin zu Großveranstaltungen mit 3000 Personen. Heide hat eine Fläche von rund 100 Hektar. Von dieser Fläche sind 90% reine Natur, also Wald, Wasser, Wiese. Letztendlich aber 3.412 Betten haben wir auf dem Park, verteilt auf 680 Wohneinheiten. Und in der Mitte des Parkes im Zentrum, da läuft alles zusammen, dort haben wir auch die passenden Räumlichkeiten. Mein Angebot oder unser Angebot sind Firmenveranstaltungen, die wir ab 10 Personen bis zu 250, 300 Personen locker ableisten können und auch ableisten. Wir haben verschiedene Kategorien. Wir haben natürlich Einzelfahrerwertung, das heißt, da gewinnt denn der Schnellste. Im Normalfall ist es der Leichteste und der Talentierteste natürlich, weil das hat auch ein bisschen was mit Gewicht zu tun. Allerdings können wir auch das ausgleichen. Bis zu 30 Kilo können wir eine Gleichheit schaffen. Oder wir machen Teamrennen, was für Firmen ganz oft sehr wichtig ist, wo, sage ich jetzt mal, verschiedene Abteilungen mal zusammengeführt werden, wo man wirklich das Team fordert, und das kommt sehr gut an. Seit 76 Jahren in der vierten Generation wird es betrieben und wir bieten in erster Linie 30 Zimmereinheiten, also relativ klein und beschaulich, dafür von der Modernität her recht hoch gehalten, und wir machen in der Regel kleine Tagungen und Veranstaltungen für Firmen eben bis zu 30 Personen. Das sind für uns ganz klar ganz, ganz wichtige Partner. Wir haben nur aufgrund dieser Attraktionen, die wir hier anbieten können in der Umgebung mit Kartcenters, Snowdome und Center Parks, überhaupt die Möglichkeit, was im Firmen-Event-Bereich zu bieten, da wir selber als kleines Haus diese Möglichkeiten natürlich nicht haben. Und durch diese Ergänzung mit den Partnern haben wir eben ein Angebot, was auch für die Firmen interessant ist.